Ein Notruf aus einem Tierheim führt André Matthäus und Stefan Sindera nach Zollstock. Dort fehlt von der Melderin allerdings jede Spur. Hättest du gewartet, hätte ich dir noch die Tür aufgehalten. Ich lasse dich immer vorgehen. Kann ja gefährlich sein. Ja, stimmt. Wenn ich gebissen werde, bitte. Arbeits- und Verdienstunfall, kannst du. Ich denke mal, hier geht's rein. Meinst du? Hallo? Kannst du so nicht einfach rein, da sind Hunde, ne? Das weißt du. Ja, dann schließ besser die. Ja, ist die Frage, ob die dich nicht angreifen, deswegen frage ich. Nee, die gucken. Ich weiß nicht, wo das Büro hier ist. Die gucken ganz lieb. So. Die Polizeioberkommissare André Matthäus und Stefan Sindera durchsuchen die weitläufige Anlage. Schließlich treffen sie auf die Melderin, die alle Hände voll zu tun hat, ihren schwer verletzten Chef ärztlich zu versorgen. Der Mann braucht dringend medizinische Hilfe. Wie ist das Ganze denn passiert? Also, ich bin vom Hundefüttern gekommen, ja, komm hier rein, sehe, dass über meinem Chef so ein Typ hängt und der schlägt auf ihn ein. Ja. Dann bin ich rausgerannt, hab mir einen Hund geholt, um den ein bisschen einzuschüchtern, hab ihn da drüben eingesperrt. Ja. Ah, der Täter ist noch hier? Ja, ja, der ist da drüben, da wo der Hund versitzt. Ja. Und jetzt bin ich wieder zurück und hab jetzt erst mit meinem Chef hier versucht zu verarzten und dann habe ich sie gerufen. Ja. Okay. Bevor André Matthäus den Angreifer aus seinem Gefängnis befreit, will Stefan Sindera verhindern, dass die Situation erneut eskaliert. In Begleitung seiner Angestellten geht der Chef des Tierheims in den Nebenraum. Wer sind Sie denn? Geh mal kurz ein Stück zurück. Hände hier rauf. Da Hände rauf. Andersrum. So, haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Nein, hab ich nicht. Was soll der Scheiß überhaupt? Sie haben sich ja gerade hier geprügelt mit jemandem, oder? Ich wollte hier einen Hund abholen. Ich wollte meinen Hund abholen. Ich habe ja Zeit, um seine Aussage. Nein, nein, nein. Handfassung oder ohne? Nee, wir lassen das mal. Gut, haben Sie einen Personalausweis? Ja, habe ich. Warte. Aber der Hund muss weg. Nimm den Hund weg hier. Der Hund gehört hier zu oder tut ihm nichts, okay? Ja, solange wir das nicht wollen, tut er eh nichts. Ja, ganz ruhig bleiben. Es ist ein Witz hier. So, Herr Kunze, was ist denn passiert? Also ich komme aus der Lausitz, extra. Ich habe im Internet in der Annonce gelesen, dass hier ein Hund, ein Pitbull abzugeben ist, kostenlos. Abzugeben? Abzugeben, kostenlos. Da hab ich eine E-Mail gekriegt und eine Telefonnummer. Hab mit ihm jetzt vereinbart, dass ich hier hinkomme. Nicht so laut, ganz ruhig bleiben. Ja, ich komme hier hin. Ich bin über 500 Kilometer gefahren, halt, um einen Hund abzuholen. Auf einmal komme ich hier hin und er labert mich voll. Er hat gar keinen Hund. Ich habe doch mit ihm gesprochen. Ich habe telefoniert, alles. Ich habe seine E-Mail-Adresse, alles. Ich habe seine Telefonnummer. Warum sind Sie jetzt auf den losgegangen? Ich weiß auch nicht. Jetzt irgendwie hat er mich blöde angemacht. Er sagt so, ey, was willst du überhaupt hier? Verpiss dich von hier. Und ich fahre 500 Kilometer, um meinen Hund abzuholen, habe alles rum und dran und er weiß nichts. Was soll das denn für ein Hund sein? Ein Pitbull, ich habe alles hier. Also man sagt ja immer Kampfhund. Kampfhund, das Wort kommt letztendlich aus der Vergangenheit. Diese Hunde wurden eigentlich von Leuten gekauft, benutzt und auch falsch erzogen, dass sie halt kämpfen, beißen, aggressiv sind. Deswegen wurden diese Hunde auch verboten. Mittlerweile ist es wirklich tatsächlich so, dass dieses Milieu, was sich früher Kampfhunde gehalten hat, ob es ein Rocker war, ein Zuhälter etc. pp., dass diese Hunde nicht mehr sich anschaffen. Und letztendlich, wenn so ein Hund auch in richtige Hände kommt, also in richtig gute Hände, gut erzogen wird, sind es auch die liebsten Tiere der Welt. Also man kann da wirklich, ist wirklich ein Klischee, sage ich jetzt mal. Und das Verbot hat nur stattgefunden, halt, dass dieses Klientel von damals halt diese Hunde nicht mehr benutzen kann als tatsächlich Waffen. Der Angreifer beweist anhand mehrerer E-Mails und Anruflisten, dass er tatsächlich Kontakt zum Besitzer des Tierheims hatte. Für Handgreiflichkeiten, ja, habe ich kein Verständnis. So, und das werden wir dann auch dementsprechend mal anzeigen. Das heißt, sie tun sich im Notfall nur selber weh, ne? Ja, aber okay. Ist doch ein Weg. Guck mal, ich habe alles dabei. Es ist sogar, ich habe sogar. Gut. Wir klären das jetzt. Wir gucken jetzt mal die E-Mail-Adresse. Wir gucken mal, was der Herr hier vom Tierheim sagt, okay? Ja, sicher. Ich will es ja rauskriegen, weil das ist eine Sauerei. Ich meine, ich fahre so viele Stunden mit dem Zug halt und wollte runter. Ich habe mit ihm gesprochen, telefonisch. Wir sind so viele Stunden gefahren, haben eine Anzeige. Gut, gehen wir mal zu ihm. Verletzung gewonnen. Okay? Aber jetzt keine Auseinandersetzung mehr, ja? Keine Handgreiflichkeiten mehr. Von dem Chef wollen die Beamten jetzt erfahren, ob er das Inserat tatsächlich aufgegeben hat. Möglicherweise hat jemand nur seinen Namen für illegale Zwecke missbraucht. Die ganze E-Mail-Adresse, alles drum und dran, Telefonnummer, alles. So, Kollege, jetzt halten wir einfach mal die Luft an. Ja? Ja.
Und Sie wären nicht der Erste, der in Köln im Nepp aufgesessen ist, wo vielleicht Jugendliche oder so irgendwelche Anzeigen aufgeben, und das ist gar nicht die Wahrheit. Aber ja? Das kann doch nicht sein. Ich fahre so der viele Modus Kilometer. Also Impol ist negativ. Was wir mal gucken könnten hier über die Gatter, ob es hier eine wirkliche Kampfhundzüchtung gibt, ob die irgendwie so ein Terrier oder ein Stafford oder so. Ich guck mal nach, aber ich habe bis jetzt noch gar keinen gesehen. Das ist alles ganz normale. Aber ich habe ja Ahnung, ich guck mal. Ich habe ja keine Kampfhunde hier. Das sieht man doch. Darf ich noch mal auf das Handy schauen? Sie dürfen das sehr gerne tun. Ja, ja, guck mal nach. Ey. Ja. Ja, das ist ja ein Pitbull. So was habe ich nicht, habe ich ja schon gesagt. Außerdem ist das doch gar nicht meine Adresse hier. Das ist nicht Ihre E-Mail-Adresse? Nein, ist nicht meine E-Mail-Adresse. Sie, aber ich habe auch, telefoniert mit ihm. Ja. Die ganze Zeit, dass wir uns hier vereinbaren mit Zeitterminen, allem drum und dran. Also ist ja nicht aus. Ich habe die Telefonnummer, die ist sogar noch dran. Noch mal Luft anhalten. Alles ganz normale Hunde, ist auch kein extra abgegittertes Gelände oder sonst irgendwas. Aber du hast alles ganz normale. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich tippe halt, ist halt da irgendjemand aufgesessen, der sich da vielleicht einen Scherz erlaubt. Vielleicht gibt es jemanden, der einfach gesagt hat, im Tierheim, und wo sich davor treffen, in der Absicht einfach zu sagen, ah, ich bin hier vom Tierheim, weißt du, und ihm vor der Tür das Ding verkaufen. Hat verkauft, damit es so ein bisschen vernünftig, aussieht vor dem Tierheim. Ja, das könnte sein. So eine Art Schwarzmarkt. So ein Schwarzmarkthändler irgendwie aufgesessen sind. Das weiß ich ja nicht. Ich habe die Annonce gelesen. Was hat Ihnen der Typ denn am Telefon gesagt? Dass wir irgendwie um 15 Uhr treffen. Da kann ich meinen Hund abholen. Vor dem Tierheim oder hat er da? Nein, er sagt, ich soll hier reinkommen und allem drum und dran. Einfach rein, du siehst das sofort, sagt er so, komm rein zu mir ins Büro, holst ihn ab, 15 Uhr. Ich bin 15 Uhr. Ich kam extra hier angereist, Andro, hab E-Mail-Verkehr gemacht, hab mit ihm telefoniert, davon gehe ich doch nicht aus. Ich hab doch seine Nummer und alles. Ja, bitte? Das ist schon alles ganz schön komisch. Ja, vielleicht haben Sie hier Mitarbeiter, die sich irgendwie eine müde Mark. Gottes Willen. Aber Sie haben mit dem Mann gesprochen, oder? Aber ich wollte gerade sagen, aber sie kann es gar nicht gewesen sein, weil ich habe mit dem Mann gesprochen. Da weiß ich hundertprozentig. Ich hätte doch erkannt, ob es eine Frau ist oder nicht. Dann rufen Sie doch einfach da nochmal an. Gesagt, getan. Zur großen Überraschung aller Beteiligten klingelt das Handy der Angestellten. Ich weiß nicht, ob das hier aus Versehen jetzt geklingelt hat. Nee. Hier ist das Telefon. Ja, das merken wir. Sie müssen nicht immer alle kommentieren. Wir sehen das schon, okay? Das ist Ihr Telefon. Ja, darf ich kurz? Ja, sagen Sie, wenn Sie was dazu zu sagen haben. Das ist das Handy von meinem Sohn. Das habe ich mir abgenommen. Der ist immer hier, nach der Schule kommt er immer hierher. Haben wir die Vereinbarung beide, weil ich immer so viel arbeiten muss, darf er hier da drüben immer seine Hausaufgaben machen. Und ich habe ihm das Handy abgenommen, dass er in Ruhe seine Aufgaben löst. Und deswegen wann haben Sie ihn das abgenommen? Gerade eben? Vorhin. Wo ist er denn jetzt? Ja, ist jetzt da hinten, macht Hausaufgaben. Wie alt ist denn hier so? 15. 15. Genau. Kann das sein, weil das eine jugendliche Stimme mit der sogar gesprochen hat? Ja, es kann sein, aber es ist am Handy immer schwer holen? Zu hören. Also, ja, können wir hingehen, vielleicht, wenn ich die Stimme hören würde. Können wir hingehen. So. Ja. Der 15-Jährige hat bisher nichts von dem Polizeieinsatz mitbekommen. Er scheint zunächst überrascht zu sein. Wäre freundlich, wenn Sie uns 5 Minuten Ihrer Zeit schenken würden. Gerne. Gut. Ja, also das ist mein Sohn, ne, Robin? Sag mal. Das ist dein Telefon? Ja. Okay. Diese Nummer von dem Telefon, da sollte hier ein Deal ausgemacht werden, da sollte ein Kampfhund verkauft werden. Das ist der Herr da hinten, der wollte hier den Kampfhund abholen. Hier, ihn kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ne? Und er hat irrtümlich dafür einen auf den Dez gekriegt, weil hier kein Kampfhund war, den er abholen konnte. Jetzt ist die Frage, wer hat hier eine Annonce gemacht und wer hat dann eine E-Mail geschickt und mit der Nummer? Wenn das dein Handy ist, gehe ich mal davon aus, bist du jetzt für uns erstmal Tatverdächtiger Number One. Was ist passiert, Michael? Nee, ja, hallo. Habe ich Ihnen gerade gesagt, mich interessiert? Hallo. Ich habe eine Annonce geschaltet. Aber nein, ich habe nicht geschrieben, verprügelt den Chef oder so. Das war ja nicht böse gemeint. Ich wollte nicht, dass dem Michael was passiert. Ich dachte, so Kampfhunde, das holt sich ja keine Hausfrau, sondern war so skurrile Typen so. Und dann hat er ein bisschen was den ganzen Tag zu tun. Skurrile Typen sind wirklich gekommen. Ja, aber ich war dann, ja auch beschäftigt. Ja. Ja, da waren ja schon 5, 6 Leute locker hier, wenn nicht sogar das noch mehr. Das hat ihnen aber nicht jeder einen auf den Kopf gegeben. Nein, das nicht. Die konnte ich eigentlich so immer noch abwimmeln, aber genervt waren die alle von der Situation. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mal nach zu Ende denke, dann ist es doch so, dann hat doch deine Mutter letztendlich viel mehr Arbeit, wenn er mit irgendwelchen Kunden beschäftigt ist. Also ist er genauso ein Schwachsinn. Er gibt dir ja Aufgaben hier, da und so und kümmere dich mal um den. Ich dachte, die hat dann so ein bisschen Puffer, so macht vielleicht mal einen Kaffee und ich sitze da und die kommt zu mir. Ja. Ich dachte einfach so, sie hat da ein bisschen weniger zu tun. Das kannst du nicht machen. Das war falsch. Wir können doch nicht mehr finden. Tut mir leid.
Oh ja, mein Gott. Deswegen waren sie auch genervt und haben diesen Typen da ein bisschen doll abgewimmelt oder ja, was? Ja, genau. Und deswegen ist er ja, ausgeflippt. Ist der ausgeflippt, genau. Und wenn, du brauchst doch nicht nur zu mir kommen, dann können wir dich doch in Ruhe bequatschen. So hat doch jeder noch weniger Zeit. Auf was für eine Schule gehst du? Aufs Gymnasium. Aufs Gymnasium. Aufs Gymnasium? Respekt, merkt man nicht. Aber gut. Was wir jetzt machen können, wie hat er Sie niedergeschlagen, mit einem Gegenstand oder? Nein, ich bin nur ein bisschen auf die Kante gefallen von dem Bett. Hat er Sie geschlagen oder hat er Sie geschubst? Es hat mich geschlagen. Geschlagen, ich? Ja, ist mich eingeschlagen. Möchtest du eine Anzeige machen wegen Körperverletzung? Ja, möchte ich schon, ja. Dann nehmen wir das so auf. Ich mach das nicht nochmal. Also, ich kannst du mein Handy gerne immer abnehmen, ich mach sowas nicht nochmal. Dann brauchen wir noch Ihren Personalausweis, weil auch von der Mutter, weil das kann natürlich sein, dass wir zivilrechtliche, dass der Herr zivile Ansprüche gegen Sie macht, ne? Also, was wir hier aufnehmen werden, ist die Anzeige wegen Körperverletzung. Ganz einfach deswegen, weil es ist halt so von dem Geschädigten gewünscht worden, das ist ein Antragsdelikt und das werden wir auch so bearbeiten.